Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Campaign of France. Schön, dass ihr mit am Start seid. Heute Morgen kam ja schon mal eine Folge. Jetzt die zweite, heute am Donnerstag. Dementsprechend freue ich mich natürlich, euch wieder begrüßen zu dürfen. So, ich schau mal jetzt. Ich habe geguckt, ich wollte eigentlich einen Wasserhahn mit reinnehmen. Und dann, sieh da, Wasserhahn ist schon drin. Dementsprechend. Ach, Gebäude, Leute. Ich habe jetzt. Ja, da ist er. Hier ist eine Werkstatt. Ne? Brennholzverkauf wäre möglich. Können wir aber auch so über die Karte verkaufen, ist kein Problem. Ne? Und hier Wasserhahn. 500 Euro kostet der Wasserhahn. Wir haben noch keinen. Dementsprechend werden wir mal einen bauen oder setzen, platzieren. Ich weiß noch nicht, wo sollen wir? Was haben wir hier im Haus? Wäre möglich, ne? Hier ist sowieso Gießkanne und alles, Eimer. Hier ist ein Wasserschlauch. Dann wäre das optimal eigentlich, ne? Dann wäre es eigentlich optimal. Dann werden wir den hier hin platzieren, Leute. Ich glaube, das passt super. Ich glaube, das passt super, Leute. Wenn wir den hier platzieren, ne? Ich denke mal eben aus, gucken wir uns das mal eben an. Ich glaube, das ist eine super Idee, Leute. Weil so brauchen wir nicht mal an dem Gewässer da unten rückwärts ranfahren und versuchen, gegenzuhalten, dass wir da nicht reinfallen, ne? Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, hier schön Wasser zu tanken. Und ja, fällt eigentlich gar nicht auf, ne? Schöner Wasserhahn hier am Haus, direkt hier Wasserschlauch und alles, Eimer, Gießkannen sind hier. Also an sich echt eine super Sache. Finde ich cool. Sehr schön. Gut, wir düngen weiter. Feld 6-7 ist fertig gedüngt. Wir fahren jetzt einmal zu Feld 30-31 dementsprechend. Um dort natürlich auch zu düngen. Anschließend werden wir uns den Grubber schnappen oder wir werden die Tiere eben schnell mit Wasser versorgen. Eins von beiden. Und dann werden wir anschließend grubbern, ne? Müssen wir schauen. Aber wir werden auf jeden Fall ackern, bis der Arzt kommt. Oder der Ron. Um uns noch weiter zu hetzen. So. Das musste jetzt mal sein. Oh. So. Wie viel, wir werden jetzt auf jeden Fall noch Feld 30, 31 düngen. Und dann schauen, dass wir dementsprechend ein sind. Wir müssen definitiv später mit Unkrautvernichter hier drüber gehen. Das habe ich jetzt, wie gesagt, vergessen. Das müssen wir dann beim nächsten Mal darauf achten, dass wir das definitiv machen. Das will ich jetzt nicht nachträglich nachher durch die Frucht fahren. Das ist mir zu blöd. Wie gesagt, das habe ich vergessen. Egal, passiert. Kann passieren, ne? Kann leider passieren. So, wie sieht es hier aus? Hier sieht es relativ gut aus. Wir sind jetzt hier frisch am Düngen. Dementsprechend super. Klappt super, echt. Muss man sagen. Wir werden, wenn keine Felder erntereif sind. Ich bin gerade am Überlegen mal. Wenn keine Felder mehr erntereif sind, Leute, ne? Wie die Wiesen sind gemäht, haben wir ja Heu gemacht. Hier 30, 31 haben wir dementsprechend hoffentlich bald fertig. Das heißt, theoretisch hätten wir dann erstmal, solange die Felder noch nicht erntereif sind, eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Im Grunde genommen. Im Grunde genommen hätten wir dann erstmal nichts zu tun, ne? Klar, wir können BGA machen. Das war ja sowieso der Plan, dass wir, wenn wir nichts zu tun haben, BGA machen können. Aber wir können theoretisch auch noch zusätzlich, wenn wir dann noch Zeit haben, Mission machen. Ne? Und wenn es nur ein bisschen grobern ist oder so, 300 Euro nochmal reinkriegen oder sowas, ne? Ist auch wieder was an Geld. Ich meine, grober kostet nicht viel, den wieder instand zu setzen. Das kostet ein paar Euro, 3, 4 Euro oder sowas. Der entfernt genauso im Prinzip. Dementsprechend, ne? Eigentlich eine relativ gute Sache an sich, ne?
an sich eigentlich eine relativ gute Sache, die uns eigentlich auch richtig gut voranbringen kann. Und wenn es 300 Euro sind, egal. Ist sowas. 300 Euro ist besser als nichts, ne? Muss man eigentlich wirklich so sagen. Aber wie gesagt, wir werden erstmal BGA versorgen, dann dementsprechend Mist verkaufen, Gülle verkaufen. Und dann schauen wir dementsprechend mal weiter, ne? Ah gut. Krimmeln. Silage haben wir auch noch eine ganze Menge, ne? Mhm. Silage haben wir noch eine ganze Menge. Da müssen wir noch viel schaufeln. Also, mal schauen mit Mission. Ich freue mich jetzt, glaube ich, gerade auf Missionen, aber ich glaube, die müssen hinten wirklich anstehen. Leider. Ja, hier, das meinte ich, mit rückwärts ranfahren in den Fluss hier, ne? Was ist das Fluss? Bach. Bächlein. Und da mussten wir echt aufpassen, dass wir da nicht reinrutschen, ne? Dementsprechend bin ich jetzt natürlich froh, dass wir den Wasserhahn gesetzt haben und dementsprechend so dann an Wasser ordentlich drankommen und nicht da hier irgendwelche Zirkusnummern quasi durchführen müssen. So. Ja, die Wiese da hinten wird's, die wir kaufen wollen mit dem Waldstück. Sieht schon relativ groß aus. Müssen wir gucken, wie wir da klarkommen. Ne? Müssen wir gucken. Kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Und wie gesagt, wenn wir dann ein bisschen Holz schlagen, zu Brennholz verarbeiten, warum nicht? Ne? Müssen wir dann natürlich nur auch wieder dementsprechend anpflanzen. Ne? Da müssen wir dran denken. Aber kriegen wir hin. So, wir schnappen uns jetzt mal diesmal den großen Fendt zum Grubbern, würde ich vorschlagen. Dass wir auch mit dem Großen mal wieder arbeiten. Sonst haut uns der Ron auf die Rübe. Nein. Ich arbeite eigentlich mit beiden gerne mittlerweile. Ich glaube, wo ich den Kleinen noch hatte, habe ich relativ gerne mit dem Kleinen gearbeitet. Aber mittlerweile geht es eigentlich relativ gut mit beiden voran. Und wie gesagt, der große Fan hier mittlerweile 51,8 Stunden drauf auf dem Buckel, was wir schon mit dem geackert haben, das ist schon eine ganze Menge. Das ist wirklich schon eine ganze Menge, Leute. Finde ich heftig. 51 Stunden ist eine ganze Menge, Leute. Wenn man überlegt, 93 Stunden habe ich bis jetzt auf der Map hier gezockt, auf dem Spielstand. Und davon haben wir mit dem Fan hier 52 Stunden gearbeitet, knapp. Ist so eine beachtliche Menge. Muss man wirklich sagen, ne? Muss man wirklich sagen an sich, ne? Sollen wir erst 30-31 machen? Ja, machen wir erst 30-31 fertig mit Grubbern. Fahren wir erstmal dahin. Wir können noch in der Innenansicht diesmal fahren. Dann machen wir Feld 6-7 anschließend. Und dann werden wir den Grubber reparieren, sauber machen natürlich. Den Fendt genauso. Und dann geht es nochmal ans Düngen und dann an die Einsaat dementsprechend. Hier auf Feld 6-7 und 30-31. Ich freue mich drauf, wenn wir das geschafft haben. Dann anschließend BGA füttern hier. Wird eine ganze Menge Silage geschaufelt werden. Das müssen wir natürlich auch mit dem großen Fendt machen. Der kleine hat keinen Frontlader. Das hat nur der große Fendt. Deswegen brauchen wir den auch definitiv noch. Und aber es wird eine coole Sache. Ich freue mich drauf. Dann müssen wir gucken, nur dass wir den Anhänger, den Kipper, dann dementsprechend wieder hochbauen. Dass wir dementsprechend mehr an Silage direkt reinkriegen und nicht so oft fahren müssen. Ne? Das darf ich nicht vergessen. Erinnert mich da nochmal dran, bitte, falls ich das vergessen sollte. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin mir sicher. Irgendwie. Ich bin mir, glaube ich, sicher. Aber sieht doch gut aus, Leute. So, wir legen jetzt los. Vor allem das Geile finde ich, wir arbeiten hier eigentlich fast die ganze Zeit ohne Helfer. Ne? Wir machen momentan immer noch alles selbst. Alles selbst. Ich glaube, wir hatten einmal Helfer versucht zu nutzen oder sowas. Was überhaupt nicht irgendwie geklappt hatte, meine ich, ganz am Anfang. Weiß ich aber nicht ganz sicher. Aber ansonsten eigentlich fast die ganze Zeit ohne Helfer. Ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen. Aber ich meine, fast alles hatten wir selber gemacht bisher. Alle arbeiten und dementsprechend, ich bin super stolz auch drauf, ne? Und das ist eine echt coole Sache.
Muss ich wirklich sagen. Und das ist, finde ich, echt nicht mehr das häufigste. Glaube ich. Ich glaube, die meisten gehen mittlerweile eigentlich nur hin, machen Cosplay an und was weiß ich was. Oder GPS-Mod und was es alles gibt, ne? Und, aber ich hab da keinen Bock drauf, Leute. Ich hab da irgendwie keinen Bock drauf, Leute. Ich will es selber machen. Ich will selber auf dem Acker fahren. Und nicht nur quasi Farm-Manager machen. Wir machen ja Landwirtschaftssimulator. Nicht Landwirtschaftsmanager-Simulator, ne? Klar, ab und zu kann man das mal machen. Wenn man wirklich viel zu tun hat, kann man Helfer einsetzen oder sowas. Das ist ja nicht das Thema, aber so großartig immer Cosplay nutzen und sowas für die Fahrten und sowas, ne? Ich weiß nicht. Im LS17 habe ich das gerne gemacht. Wie gesagt, Nordfriesisch Marsch habe ich irgendwie gefeiert, aber wie gesagt, mittlerweile, obwohl so hart gefeiert habe ich das auch nicht, ne? Ich glaube, so hart gefeiert hatte ich das da auch nicht mit Cosplay, ne? Meine ich. Da hatte ich zwar ein paar Kurse eingefahren, aber so wirklich mega fand ich das dann auch nicht, ne? Da habe ich dann, glaube ich, auch verdammt viel selber gemacht. Bis auf Mähen oder so, Wiesemähen oder sowas, das hatte ich dann mit Cosplay machen lassen. Aber ich glaube, das meiste trotzdem hatte ich, glaube ich, selber gemacht, meine ich. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, könnten wir gerne nochmal LS17 zocken. LS17 Nordfriesischer Marsch. Hätte ich kein Problem mit. Das würde ich sogar nochmal machen. Das würde ich sogar feiern. LS17 Nordfriesischer Marsch, top. Wirklich. Das fand ich mega. Und LS19 müssen wir mal gucken. Wenn ihr natürlich lieber LS19 an Friedrich Marsch sehen wollt, wäre ich vielleicht auch das bereit zu machen. Weil mittlerweile braucht man da keine neue Version mehr von der Nordfriedrich Marsch. Die aktuellste ist raus und die wird nicht weiter aktualisiert. Dementsprechend ist das natürlich dementsprechend super. Von mir können wir auch das mal probieren. Können wir mal schauen. Müsst ihr nur mal in die Kommentare schreiben, was ihr da wollt, ne? So, 63.223 Euro haben wir aktuell auf dem Konto. Sehr cool. Wirklich, sehr cool. Muss man wirklich sagen. Wir sind jetzt an sich eigentlich verdammt gut dabei. Wir sind verdammt gut dabei. So. Anschließend nehme ich jetzt noch die Freitagsfolge auf. Danach werde ich rendern die Folgen für Donnerstag und dann werde ich noch mal ein paar Folgen reinpacken ins Rendern, schneiden, rendern, ne? Dann passt das. Dann passt das, Leute. Super. So. Ja, mit dem Projekt komme ich eigentlich mittlerweile bei allen Projekten oder fast allen Projekten, die ich vorhabe, ne? Oder die, wo wir gerade dran sind, komme ich eigentlich relativ gut voran. Ist meine Meinung. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, Aktivität lohnt sich. Ich glaube, das merkt man. Weil mittlerweile sind wieder ein paar neue Abonnenten dazugekommen, die auch ab und zu mal Kommentare schreiben. Wie gesagt, der Knirps-Chaot heißt er, glaube ich. Knirps-Chaot oder Chaot-Knirps? Ich meine Knirps-Chaot. Der hat bei der bei Survivalist jetzt relativ viel geschrieben, ein paar Kommentare. Auch da nochmal liebe Grüße an dich. Falls du hier das Projekt auch siehst oder die Folge siehst, liebe Grüße an dich. Danke auf jeden Fall für die Kommentare. Werden wir auf jeden Fall auch da was versuchen, was er vorgeschlagen hatte. Und wie gesagt, super, dass so viele auf den Kanal kommen und
sich die Videos auch anschauen, Kommentare schreiben, Likes da lassen. Echt eine super Sache von euch. Danke für den Support, Leute. Muss ich wirklich sagen. Das muss ich wirklich mal sagen. Und wie gesagt, wir sind verdammt gut dabei hier. Wir kommen hier gut voran. Wir kommen in der auf der Ellerbach richtig gut voran. Losberg super. Ne? Kann man gar nicht anders sagen. Project Hospital bin ich auch eigentlich jetzt relativ gut dabei. Obwohl auch da wird es mit dem Geld aktuell ein bisschen knapp. Ne? Aber auch das kriegen wir hin. Wir haben jetzt relativ viele ausgebaut. Und Survivalist, ne? Auch super vorangekommen jetzt bis jetzt. So langsam habe ich auch den Bogen raus, was das mit der Verteidigung angeht, beziehungsweise mit dem Kämpfen, mit den Waffen, ne? Dass wir da zumindest genug starke Waffen haben, um ordentlich Damage zu machen. Ich glaube, das ist auch eine richtig gute Sache. Also im Prinzip in allen Projekten momentan läuft es eigentlich super an sich. Timberborn auch eigentlich. Auch da wird noch einiges kommen, wenn wir da jetzt den normalen Spielstand einiges gemacht haben. Ich denke mal, da werden wir mal eine Stufe schwerer schatten, wirklich mal auf schwer spielen. Timberborn auf schwer. Und das wird heavy, Leute. Das wird richtig heavy. Da werden die Dürren nicht nur 3 bis 9 Tage oder sowas, ne? Da werden die längste Dürre, ich glaube, das waren 30 Tage, die ich hatte. Oder gesehen hatte, ne? 30 Tage Dürre. Und da muss man wirklich aufpassen. Und von mir aus können wir da auch eine Challenge machen. Eine Challenge von mir aus sagen, okay, komm, wir wollen 1000 Biber erreichen. 1000 Biber, die wir quasi versorgen können und was weiß ich was. Da wäre ich auch mega für zu haben. Wenn ihr irgendwelche Challenges habt, gerne Bescheid sagen, in den Kommentaren schreiben. Ich bin für alles offen. Gerne. Im Prinzip sehe ich das jetzt auch hier auf der Kampagne France, so was der Ron geschrieben hatte. Alle Felder besitzen und möglichst viele Tiere. Finde ich, ist auch eine Challenge, müssen wir erreichen. Ist ein großes Ziel, was wir vor Augen haben im Prinzip. Können wir gerne machen, ja. Ich bin eigentlich für alles gerne offen. Muss ich wirklich sagen. Und ihr seht gerade, 17 Minuten sind wir dran. Wir sind schon über der Zeit. In dem Sinne, danke erstmal fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen 20 Uhr, neue Folge LS19 hier auf der Campaign of France. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und dementsprechend morgen geht's weiter hier mit dem Grubbern. Und in dem Sinne erstmal Servus und Tschüss.